Ja, dieses Video soll euch helfen, vielleicht eine Entscheidung besser zu fällen, wenn es um verschiedene Mikrofone geht. Ich stelle vier verschiedene vor. Einmal dieses hier, welches ich jetzt sowieso schon in der Hand habe. Das ist das Shure 518 SB Unisphere oder Unisphere, wie auch immer. B. Ein langer Name. Ja. Dieses Mikrofon kann man nicht mehr kaufen. Das ist sozusagen ein altes Vintage-Mikrofon aus den 80er Jahren. Hat einen relativ metallischen Klang. Ich habe jetzt hier keine EQing-Einstellung gemacht oder sonst irgendwas. Von daher hört ihr genau das, was am Ende bei rauskommt. Dieses Mikrofon ist als Sprachmikrofon eher geeignet. Eventuell auch noch als Gesangsmikrofon, aber sicherlich nicht für den Leadsänger oder sonst irgendwen. Dieses Mikrofon liegt jetzt im Gebrauchtmarkt, schätze ich, bei eBay oder sonst irgendwo bei 40, 50 Euro. Und wir kommen jetzt zum nächsten Mikrofon, welches aktuell ist, sehr interessant allerdings. Und ja, mal gucken, wie ihr das findet. Ich stöpsel das jetzt erstmal an. So, das ist das T-Bone, das ist die Hausmarke von Thomann, falls ihr die noch nicht kennt. Das MB85 Beta, ja. Ganz klarer Nachbau vom großen Vorbild, welches wir auch gleich noch besprechen werden. Ein sehr warmer und auch angenehmer Klang, der hier drin ist. Ich benutze das zum Beispiel als Mikrofon, um einen Gitarrenamp oder Bassamp abzunehmen. Das ist ganz wunderbar, da es halt ein dynamisches Mikrofon ist. Als Sprachmikrofon merkt ihr, klappt es auch sehr gut und als Gesangsmikrofon auch noch. Was man sogar damit auch noch machen kann, ist, und das ist sehr interessant, man kann damit auch akustische Gitarren abnehmen, wenn man dieses Mikrofon richtig positioniert, dann geht das auch. Dieses Mikrofon kann man kaufen, also ist es noch zu haben sozusagen, zwischen 30 und 40 Euro ungefähr und ist wirklich gut für den täglichen Gebrauch, sehr stabil, ein gutes Mikrofon, muss man wirklich sagen, von den Mikrofonen, die man kaufen möchte, wenn man nicht ganz so viel Geld hat. Man kann die natürlich auch gebraucht kaufen und bekommt die dann für ungefähr die Hälfte noch. Und trotzdem sind sie natürlich sehr gut. Ja, wie gesagt, hier sind auch keine EQing-Einstellungen oder sonst irgendwas. Es kommt einfach so bei euch an, wie es bei mir reingesprochen wird. Ja? So, das nächste Mikrofon kommt jetzt gleich. Ich stöpsel nochmal kurz um. So, und da hätten wir jetzt das Behringer Ultra oder Ultra Voice, wie auch immer man das nennen möchte, XM8500. Ja, das ist jetzt der Name, der dahinter steht. Das große Vorbild ist auch dasselbe wie beim T-Bone, nämlich das Shure SM58. Das kommt gleich. Ja, dieses Mikrofon ist auch ein sehr schönes Gesangsmikrofon, auch zum Sprechen sehr geeignet. Was man damit allerdings nicht so gut machen kann, empfinde ich, das waren jetzt meine Erfahrungen, ist damit ein Amp abzunehmen, weil es doch zu viel eigene Klangfarbe reinbringt und vielleicht nicht dann das widerspiegelt am Ende, was der Amp letztendlich von sich gegeben hat. Ja, vielleicht mag man das aber auch und dann ist das natürlich genau das Mikrofon, was ihr sucht. So, dieses Mikrofon gibt es auch für ungefähr 30 bis 40 Euro und kann man, glaube ich, überall kaufen. Ist jetzt keine Hausmarke oder sonst wo. Ich habe dieses auch ganz normal im Internet gekauft und benutze es auch schon sehr lange. Und
Das ist unser, auch einer unserer Gesangsmikrofone. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Mikrofon und tja, da, ihr wisst ja jetzt schon, welches das sein wird und naja, gucken wir mal. So, das ist das Shure SM58 von den vier Mikrofonen, die ich euch jetzt vorgestellt habe, mit das bekannteste eigentlich. Sollte auf keiner Bühne fehlen. Ist auch sehr gut. Also wie gesagt, es ist schon so lange am Markt, Jahrzehnte. Es hat sich nie wirklich geändert und es wird einen Grund dafür geben, weil es einfach gut ist. Es ist auch sehr stabil. Es kann den alten oder den harten Touralltag überleben und wenn es mal runterfällt, dann geht es auch nicht gleich kaputt. Also da gibt es ja dieses Video, wo Menschen einen Nagel in ein Brett reinhämmern mit dem Mikrofon und es ist trotzdem am Ende nicht kaputt. Ja, und das ist auch kein Witz, glaube ich. Egal, dieses Mikrofon kostet allerdings ein bisschen mehr Geld. Ungefähr so 100, 110 Euro kann man ausgeben. Ist immer noch nicht teuer für ein Mikrofon und das ist natürlich auch ein gutes. Ich muss auch sagen, wir nehmen das so als Standard-Gesangsmikrofon. Man kann damit auch ein Amp abnehmen, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber bei uns gibt es einen bestimmten Grund, warum wir das als Gesangsmikrofon oder als Sprechmikrofon benutzen, weil eben die meisten Techniker da mit diesem Mikrofon, weil es nun ganz oft und viel vorkommt, die meisten Erfahrungen haben und dann auch wissen, wie sie das einstellen können. Das heißt, es geht hier auch ein bisschen so um Zeit bei Veranstaltungen. Und es ist dann auch gut, wenn man dann ein Mikrofon dabei hat, was der Techniker schon kennt. Und ja, wir nehmen das. Es hat sich auch bewährt. Es gibt halt auch keinen großartigen Grund, der jetzt hier dagegen sprechen würde. So, damit haben wir die vier Mikrofone. Ich halte sie nochmal alle hier nach vorne. Also einmal sowieso das Shure SM58, dann das Behringer XM 8500. Dann das T-Bone MB85 Beta. Und jetzt wird es hier ein bisschen voll. Dann noch der Vorgänger des Shure SM58, kann man fast sagen. Das Shure 518 SB Unisphere B. Ja, ja wie gesagt. Es ist immer so eine Sache, welches Mikrofon man am Ende hat. Es ist, denke ich, auch abhängig davon, was man da an Anforderungen an das Mikrofon hat oder was einem am besten gefällt. Es gibt da wirklich nur die Faustregel ausprobieren. Ja. Und wenn es einem nicht gefällt, dann kann es auch damit zusammenhängen, dass man halt andere Erwartungen daran hat. Und vielleicht kann ein ganz anderes Mikrofon euch viel besser gefallen. Das wäre es bis dahin. Demnächst gibt es noch andere Reviews. Danke.